Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nier Automata. Wir haben in der letzten Folge die Gute hier gefunden, die sich in der Wüste irgendwie hinbegeben hat. Warum auch immer, aber ich nehme erstmal das auf und gucken, was die kleine Große auf dem Herzen hat. Ach, jetzt wollte ich schon wieder den Roboter. Hallöschen, bist du die Maschine, die hier draußen nach einem Ersatzteil sucht? Wer seid ihr denn? Ich kann das nicht in Mädchensprache sprechen. Also, deine Schwester hat uns gebeten, dich zu suchen. Hat sie echt? Echt? Was meinst du also? Sollen wir dich nach Hause bringen? War, ich hatte solche Angst. Right. Let's get her back to Pascal's village. How'd you get lost out here anyway? Oh. Knuffig. Oh, come on now, don't cry. Did you at least find what you needed? Yeah. She'll be happy, right? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home safe and sound. Ja, komm. Nun komm, wie nenne ich dich? Ich taufe dich auf den Namen. Lass mich mal kurz überlegen. No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to... What's soil? Soil? It's dirt. Ground. The stuff we're walking on? Griselda ist ja ganz schön wissensbegierig. Und? Nein, es ist ja ganz schön nett, dass er noch mit dir erzählt. Ich dachte, die hätten was... Er hätte was gegen. Alter! Ich hoffe, die hat keine Lebensanzeige. Hast du eine Lebensanzeige? Ja! Wind is just a force caused by changes in temperature and atmospheric pressure and... Huh. Oh. That's actually a hard question now that I think about it. Kinda deep, really. I mean, where does the wind blow from? What do you think, 2B? Don't know, don't care. Ach, 2B. Die erinnert mich irgendwie an Calypso. Interessiert mich nicht. Wo dieser verdammte Wind herkommt, also. Alter, lass die Kleine in Ruhe. Große. Au. Moment. Da war ich gerade so sehr in Rage. Ah, jetzt dürfen wir aber Eskorte machen. Bin gleich bei dir. Lass das. Alter, lass. Was habt. Warum greifen die eigentlich den anderen Roboter an? Ihr perversen Schweine, ey. Das arme Kind. Lass Griselda in Ruhe. Mit der wunderschönen Schleife. Ihr habt Geschlechter? Ja, das. Leute, also. Ey, das kann lange dauern. Well, machines can't really make children. Na dann erklär mal. Neither can androids, now that I think about it. Yeah, but how do you make them? To be? Little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Oof. Mister, wait. You gotta tell me how you make children. Wow, it's getting late. Let's get you home already. Also, wenn Papa und Mama... sich ganz doll lieb haben und gestört werden. Ach du heilige Maria.
Okay. Ich probiere gerade hier den anderen Pot aus, wie es gerade. Ich auch, Kleines. Ich auch, Kleines. Oh, da liegt was. Hui! Oh. Wieso immer ich? Ja, au, au, au. Wenn schon, denn schon, ne? Ich muss mich wieder mal kurz aufladen. Ach nee, ich pausiere mal lieber. So, lass mal glotzen. Ich brauche wieder neue Dinger. Na, da warte ich mal lieber. Ich auch. Schwester ist zu Hause und juckt sich was. Oh. Kamehameha oder wie? Ja, gleich haben wir ihn. Oh. Kann ich auch mal leveln? Ich muss meine Waffen eindeutig auftüren. Also nein, es. Erklär mal. Wo kommen die Babys her? Vom Storch. Die werden gebracht. Die werden produziert. In einer Halle. Ich wollte gleich eine Halle schon sagen. Lauf, Griselda. Ich sehe schon wieder meine Maus. So, jetzt ist sie auf dem anderen Desktop. Was denn jetzt? Hast du Angst? Oh, eine rosa Schleife. Bye, bye. Bye. Du hast immer noch nicht erklärt, wo die herkam. Ich kann mich nicht bewegen. Natürlich. Tja, viel Spaß. Well, that was exhausting. Yep. Jawohl, wir haben ein zweites Ziel erreicht. Jetzt können wir ab zum großen Knuffelbär und dieser. Oh, pardon. Die ist aber schnell unterwegs. Und ich würde auch gleich mal sagen, wir werden auch gleich zu den großen Dackeln und dann werden wir eigentlich auch mit der mit der Hauptgeschichte weitermachen. Hui. Mit so viele Nebenmissionen möchte ich auch euch jetzt nicht antun. Wir wollen ja auch die Geschichte weiter erfahren. War da nicht irgendwas mal mit teleportieren? Ach, ich werde, glaube ich, speichern. Ich habe noch nicht gespeichert. Perfekt. Und tschüss. Ah, cool, dass wir jetzt einen zweiten Pot haben. Bin ich glücklich, dass wir wirklich in die Wüste gegangen sind, um da diese Kleine zu finden. Cool. Jetzt haben wir eine zweite. Was steht denn da? Und ich glaube, ich werde mir mal ein bisschen. Hallo. Ach, fuck. B, nicht A. Ja. Nein. Ich will kaufen. Ich will bitte. Ja. Müsste aber reichen. Ich glaube, ich lasse das auch so jetzt erstmal. Na komm, ich kann ja. Gut. Nö. Und tschüss. Die Jackass frage ich jetzt mal nicht, weil die schon wieder eine Nebenmission für mich hat, aber das werde ich, glaube ich, dann irgendwann in der Extra-Folge oder offline mal wieder zeigen.
Sonst wird es wirklich zu langweilig. Und ich würde sagen, bevor ich dann nach unten gehe zu den Aliens, werde ich meine Waffen mal ein bisschen aufrüsten. Ich finde die ein bisschen schwach in dieser Hinsicht. Oh, ein Elch. Elchi. Tschüss, Elchi. Was sind die orangenen Dinger? Ich habe keine Ahnung. Au. Lauf. So, dann bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt machen. Muss ich da jetzt rauf? Wartet mal. Hat er gerade B angezeigt? Ich weiß es nicht. Ach Gott. Nein, S, helf mir doch mal. Du weißt doch alles. Ah. Ah. Also gut, schauen wir mal, was wir haben. Ich will... Was? Wegels 110 Genner... Willst du die Polizei rufen? Ich würde im Kale... Ich wurde. Erbittigung des Stadt. Dieses Ding kann sprechen? Es scheint irgendwelche Daten abzuspielen. Warum auch immer. Maschinen haben kein Bewusstsein, weißt du? Und wir? Ich konnte ein paar Daten aus seinem Speicher auslesen. Es scheinen Informationen über die Fabrik zu sein, in der sie hergestellt wurde. Ich speichere sie in einem lesbaren Format. Huh, aufgestiegen. Blablabla erhalten. Ist das alles? Nein, da scheint noch mehr zu sein. Aber ich brauche noch mehr Teile, um auf den Rest zugreifen zu können. Schauen wir mal. 4 intakte Schrauben und ein großes Zahnrad sollten reichen, um die Lücke in den Schaltkreisen zu überbrücken. Schon gut. Na toll. Target location data obtained. Marking on map. Did you learn anything from the factory data? Just how it was manufactured. Pretty boring, actually. There's still a lot about machines that we don't understand. Gather as much data as you can, no matter how irrelevant it may seem. Ja, es ist schön. Ach du Scheiße, das ist ja überall orange. Ich möchte gerne mal auf die Karte glotzen. Ach, da ist sie doch schon. Das ist unser aktuelles Ziel. Also da müssen wir hin, glaube ich. Ach du Scheiß, Leute. Ach, warte, wie geht... Wartet. Ah, so geht's. Ach, Titte. Ist ja überall orange. Aber dahinter ist was erschienen. Seht ihr? Hinter diesen. Vielleicht finden wir ja da was. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich jetzt die Hauptmission fertig machen, aber naja, machen wir die Folge mit Nebenmission mal fertig. Und schauen wir mal, ob wir jetzt noch... Dann würde ich sagen, sammeln wir die Teile nach und nach. Weiß nicht, ob er noch ankommt. Schucki! Komm doch mal! Ich kann nicht... Jetzt kann ich ihn anvisieren. Hallo! Und er düst wieder!
anvisieren, danke. Ich glaube, ich stehe ein bisschen ungünstig. Wenn der jetzt ausholt, habe ich eine Arschkarte. Doppelkill oder wie? Was war das? Na komm! Wir schaffen das! Für Liebe und was? Nee, damit fange ich jetzt nicht an. Für Liebe und Gerechtigkeit. Yep. Du, mich auch. Ja. Hier. Oh, 4 Stück brauchen wir davon, Leute. 4 Stück. Aber ich werde erstmal jetzt ins Aufklärungslager hier in... Ja, in das Lager gehen und da mal eine Runde die Waffen auftunen. Ihr habt auch auf... Ihr könnt mich mal... Nein, 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 nein. Hi. Update. Titanlegierung. Ungünstig. Titanlegierung. Ja, ja, alles klar. Vielleicht hat der ja irgendwas. Hi, ich möchte gerne meine Waffen auftunen. Hast du eine Titanlegierung? Zufällig, bitte. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht danach aussieht. Ja, du mich auch. Das ist scheiße. Das übersehen wir mal kurz, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht können wir noch einmal eine Schraube oder sowas für die dicke, fette Maschine holen. Ich glaube, dass die Kreise sollen immer das bedeuten, wo jemand gerade eine Nebenmission hat, oder? Oder sowas. Ich brauche sowas Großes, Leute. Habt ihr sowas Großes gesehen? Zufällig? Nein? Okay, dann hau ich ab. Aber hier sind nur Schweine. Muss ich auf ein Schwein reiten? Das wird doch arschlange dauern. Bis ich irgendwas gefunden habe hier. Lass mal Kartenmodus sehen. Da will jemand was von uns. Da will jemand was von uns. Da hinten. Das wird ja schon wieder so richtig toll, die Folge. Das nehme ich mit. Ich glaube, ich muss irgendwo da hinten hin. Das was bringt, wartet. Ich will gerne mal alle Gegenstände. Das bitte. Seid ihr doof? Leute, yam yam. Wirklich, yam yam. Hier. Da, es glitzert. Das ist scheiße. Da. Da kommt was. Hier, hier hinten. Da. Siehst du es nicht? Oh, na toll. Okay, dann nicht. Ob die mir was bringen?
Was haben wir denn da hinten? Ah, guck mal, da haben wir den nächsten. Oh, tut mir leid. Nein, es macht was dagegen. Die wollen alle nur mich? Ah, nicht hauen. Oh, nochmal angevisiert. Gott sei Dank. So, dann wollen wir mal den großen Tod machen, ne? Titanlegierung! Das ist neu. Oh, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Darauf war ich jetzt gerade echt nicht gefasst. Und Y, nimm mein dickes Stinktier. Und tschüss. Oh, ich glaube, wir haben den unteren getötet gerade. Gleich muss ich weg. Sie ist nicht ausgewichen. Doch nicht, da hockt er ja noch. Oh, stirb. So, ich brauche mal wieder einen Gegenstand. Genau den. Ja, weg. Und wir haben das nächste Teil. Jetzt müssen wir nur noch... noch zwei holen. Also haben eigentlich immer nur die solche Dinger, die halt ein bisschen größer sind. Und die halt gut austeilen können. Hm, ist ja doof. Nein, ich möchte gerne... gegen die Kleinen erstmal. Hallo. Was kam da jetzt an? Ah. Guck mal, jetzt kommt er an mit seinem Gefuchtel. Der Pott ist bereit. Bitte, wenn möglich. Alter. Jetzt sollte ich das nächste Mal noch mehr raufdrücken, wenn sie ausweicht. Ah, gleich habe ich den. Und es ruckelt irgendwie, glaube ich. Ich hoffe, die Aufnahmen sind... nicht so schlimm. Naja. Irgendwie spinnt OBS heute eh ein bisschen bei mir, habe ich das Gefühl. Oder das Spiel liegt da. Hat irgendwas. Naja, oder mein PC ist dran schuld. Hm. Wie man es gerne hat, ne? Ich glaube, dann haben wir fast alles. Wie? Wir haben noch... geht's runter. Jetzt kann ich wieder düsen. Ah ne, das ist ja unser Hauptquest, kann das sein? Ne, da unten ist er. Und wie komme ich wieder hoch? Da hinten. Gut. Schnuckischchen. That's a weird looking enemy. Was ist das?
Ich glaube, ich schieße einfach drauf. Na toll, und gerade der dauert ein bisschen länger. Juhu! Machen die jetzt irgendwas? Ja, sie kommen. Ich versuche ein bisschen die... Ach, egal. Auf was visierst du denn an? Sollst du das da anvisieren? Das da also... Ah... Warte doch mal! Ah, leck mich doch. Ach man! Autsch! Nein, es! Helf doch mal! Ich sterb gleich! Oder ich lade mich einfach noch vorher auf. Warum muss der letzte immer so scheiße fucking Mist sein? Also Leute, das wird jetzt ein bisschen dauern noch, bis ich die Dinger mal in irgendeiner Weise gleich habe. Leck mich, Alter. Oh Gott, ich sehe gar nicht mehr, wo ich bin. Den haben wir doch schön. Ich muss mich wieder aufladen. Sonst habe ich gleich tierische Probleme. Ich springe wieder. Ich kann mich komischerweise immer nur aufladen, wenn ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden hocke. Das ist jetzt echt gemein. Und der andere hat auch noch Spaß. Und wie kann man da jetzt echt nur drauf ballern? Weil man sonst anderweitig keine Chance hat, ne? Alter! Die hat es nicht mal anvisiert. Oh! Oh! Meine Fresse! Ob ich. Okay, den mache ich jetzt auch noch schnell. Kannst du den mal bitte anvisieren? Danke. Ich mache aber noch mal schnell was. Ich verbrauche in diesem Spiel ganz schön viel Heilmittel. Gut. So, dann wollen wir mal. Einfach schön drauf losballern. Und den haben wir dann auch gleich. Aber ich wusste gar nicht, dass man den Port ein bisschen aufladen kann, bevor er schießt. Das ist sehr ermutigend. Natürlich. Hau mir eine rein! Ah, nein, es hat es erwischt. Na komm schon.
Jawohl, Leute. Und damit würde ich sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Nier Automata. Bis dann.